Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Minecraft Trauro. Ja, der Modded Server. Es geht ihm eigentlich schon wieder ziemlich gut. Aufrufe kamen. Also ich denke, wenn ich jetzt öfters Videos bringe, also einen pro Tag, wird hoffentlich der Server gerettet sein, aber kann ich nicht essen. Ah, Demut. Mir macht das Modpack Spaß, ich muss es nur ein bisschen rüberbringen können. Hier habe ich ein bisschen geangelt und eine Holzangel geangelt mit Haltbarkeit 3 und Glück des Meeres 3. Geht eigentlich ziemlich gut, aber das zeige ich jetzt nicht, wie ich mit der Holzangel angel. Wir müssen nämlich auch die Tiere wieder füttern. Das müssen wir einfach tun, sonst geht es ihnen nicht gut. Da bringen sie auch kein Leder, nichts. Und wir müssen ja die irgendwie auch schlachten können. Weil ich weiß nicht, wie man die schlachtet. Die so extrem viel Leben haben. Am besten schlachtet natürlich. Ja. Also wir müssen ganz viel Weizen anpflanzen, damit die auch essen können. Und das Weizen werden wir gleich verfüttern. Wir werden aber noch, wir werden nachher die Bäume machen. Weil wir werden jetzt anfangen zu bauen. Fertig mit dem Spielerischen. Jetzt kommt das Bauen her. Ja, ich sollte die eigentlich nur so reinfüttern, stimmt. Also man trinkt mal bitte. Wenn ihr doch Durst habt, trinkt. Genau. Es macht viel mehr Spaß mit denen, die zu schlachten. Hungry Thirsty. Steht nirgends die am meisten. Also Kow. Könnte bald schlachten. Eine Kuh oder so schlachten. Aber ich lasse das. Ich werde noch viel mehr machen. Es muss ja nicht so realistisch sein, wenn es niemand stört. Also dann dem Server nicht stört. So. Dann holen wir gleich nochmal das andere Holz. Fichtenholz. Ja. Gepackt. Gut. Hier ist nichts. Der wächst irgendwie nicht. Vielleicht wegen dem Busch oder weil er zu wenig Platz hat. Hier könnten wir noch einen hin tun. Und hier. Der wird wahrscheinlich gehen. Und der geht auch nicht, scheinbar. Ein bisschen doof. Aber ja, das müssen wir anders anpflanzen. Ich werde dann auf den nächsten Part einfach mal andere Bäume hier oben oder hier drüben entfernen. Weil ich mit denen jetzt sowieso nichts bauen muss, ich sie auch nicht haben. Außer sie sehen schön aus. Also. Dann machen wir zuerst mal hier das 6 rein. Ist wahrscheinlich, ja, 25er Row. Gut. Wir haben ja irgendwo den Entsafter. Den haben wir, glaube ich, gemacht. Das müssen wir irgendwann mal. Da haben wir den nicht gemacht. Haben wir Stein? Ja, das zeigt es hier nicht an. Scheinbar haben wir keinen Stein. Können wir einen Safter machen. Fichtenholz. Jetzt machen wir Halfsteps, wir brauchen Halfsteps. So. Und dann beginnen wir einfach mal, was wir so planen, ist ein Dock ringsum zu machen. Dann ein paar Türme und oben dann das Haus. So Ecktürme oder so irgendwas. Also wir machen das mal weg, was eigentlich nicht sein muss. Weil hier sowieso das Dock hinkommt. Das mal weg. Und ja, gehen wir hier. Und hier wirklich nicht ins Wasser. Drüben stand schon ins Wasser, aber hier nicht. So.
müssen wir leider auch wegmachen, auch wenn es schön aussieht. Vielleicht ein bisschen mehr ins Wasser. Was wir wollen, ist einfach dieses Dock hier. Und es noch ein bisschen dekorieren. Ein paar Fässer hin tun und so. Und sonst eigentlich hier auf der Seite der Insel am Wasser nicht mehr. Ab und zu noch ein paar, eine Palme. Ja. Ja. Und alles auch ein bisschen detaillierter machen mit Ding. Mit Little Tiles. So geht es so langsam. Eigentlich sollte das nicht so langsam gehen. Aber nicht alles abbauen. Hä? Seit wann gehen Fichtenholzstufen so langsam? Das ist verpackt. Hä? Komisch. Ist das ein Bug? Ich weiß es nicht. Oh, bitte nicht. Spazieren. Schade, dass es Bug macht. Eventuell müssen wir den einen Half-Step-Mod rausnehmen. Der macht, dass man oben und unten an den Half-Steps auch andere Farben machen kann. Andere Half-Steps kombinieren kann, so zum Beispiel. Und das ist natürlich schon... Ja. Dass jeder Mod irgendwie auch ein bisschen verpackt sein. Oh, bitte nicht! Und das ist unten, ja. Das ist so gut. Also, wenn nur die Steuerung nicht so sensibel wäre bei mir. Ich muss es irgendwie weniger sensibel machen. Steuerung. Wie kann man denn das? Wie kann man Empfindlichkeit runterstellen? Ja. Ist eigentlich ziemlich gut jetzt. Okay, wunderbar. Ich hab's gelöst. Yay, ich hab's gelöst. Aber das war wirklich eben extrem sensibel. Ein Drittel zu sensibel. So, jetzt ist es fast noch zu viel. Machen wir nochmal ein bisschen höher. So. Hier müssen wir eigentlich nicht mehr weitermachen. Doch noch ein bisschen breiter. Ja. Machen wir es noch breiter. Weil hier ist ja der Fluss nicht mehr zu klein. Das ist ja auch kein Fluss mehr, also das ist schon ein bisschen mehr als ein Fluss jetzt, oder? Ach komm! Ich werde das alles nachher wegschieben. Voll entschieden. Nein, ich werde ihn einfach zerstören mit G-Mod. Weil das geht mir zu lange. Ja, gut, dann tust du halt ständig mal spazieren, liebes Spiel. Sehr wegen bisschen Verzögerung oder so. Ich drücke immer nur, wenn's... So sieht das schön aus, oder? Also. Jetzt schlafen gehen so langsam. Es geht noch einige Zeit, aber... Ja. Dass wir dann schlafen können. Ja, jetzt wieder keine Körner. Ah, ja. So, Taro. Ich weiß nicht, was Taro ist. Es könnte Taro sein. Auch die sind cool. Lotus. Und Englisch ist sowieso immer cool. Ingwer! So gesund und so fein. Immer locker.
Schön lecker. Jetzt können wir schlafen. Gut. Es wird nämlich frühe Nacht. Das ist nicht so wie in Vanilla, dass man da einfach schlafen kann, wenn es so ein bisschen Abend ist, sondern es muss wirklich Nacht sein. Safter. Ich brauche auch noch einen Topf. Weil da gibt es ein paar Sachen, die man im Topf machen kann. Ist aber Ziegel und ich habe relativ wenig Tonklumpen. Also ich möchte gerne Kiwisaft machen. Ich möchte gerne... Was haben wir denn? Wir haben keine Beeren. Wir müssen mal Beeren holen. Wildbeeren? Können wir das machen? Was Wildbeeren? Wenn Wildbeeren eigentlich gut sind zum Essen, nehme ich die mit. Weintrauben. Ah, noch mehr Kiwi. Mache jetzt mal nur Kiwi. Oder ich mache auch Weintraubensaft. Weintraubensaft, aber nehme es nicht mit. 20 Stück. So. Dann kann ich die Kirschen eigentlich da lassen. So. Dann wird zuerst die Wildbeeren essen. Dann ein paar Sachen rein. Tonklumpen. Wie macht man das jetzt? Wir machen Ton. Zuerst nicht brennen. Nein. Also für die Klötze müssen wir zuerst den Klotz machen. Und so müssen wir das nur brennen, oder? Wir machen jetzt mal eins, oder machen wir mal 16 rein. Und schauen, ob jetzt Tonziegel rauskommen. Und dann können wir den Topf machen. Und auch noch anderes machen. Ja, okay. Dann kannst du alles rein. Und hier oben mache ich auch alles rein. So, dann muss ich noch ein paar Sachen rein tun. Traubensaft mache ich am besten mit dem Körner rein halt. Lavendel. Wir pflanzen ein bisschen Lavendel und es schmeckt gut. Oder eher nicht so, also bei vielen ist es eigentlich ein bisschen verpönt. Die wachsen auch auf den. Okay. Die haben mich irgendwie. Die haben bei mir Vergiftung gemacht. Okay. Aua. Und jetzt ist es weg. Okay. Lavender Seeds, Nightberries. Das sind Blumen, die brauche ich nicht hier. Sind noch Blumen. Mallow ist eine Blume, glaube ich. Könnte auch nicht eine Blume sein, aber die brauche ich nicht hier. Die brauche ich hier unten. So, jetzt ist hier auch wieder voll. Ja, wir haben ein bisschen Probleme mit Ordnung halten. Ja. Schere könnten wir brauchen. So. Die haben immer noch Durst. Müssen die irgendwie noch mehr Droge machen? Ich weiß nicht, vielleicht auch nicht gebraucht. Trog. Muss ich nochmal schauen, wie man den macht. Ah ja, genau so.
Weil irgendwie haben die Droge nicht so viel Distanz. Also wenn die hier sind, dann haben sie sozusagen nicht die Möglichkeit, das so schön zu fressen und trinken. Gut, es geht allen eigentlich wieder besser. Keiner hat noch Hunger. Ah, die haben jetzt Leben verloren hier. Weil sie Durst haben. Wieso wird nicht hier rausgetrunken? Ist das falsch herum? Ist doch nicht falsch herum, oder? Okay, wenn es mal leer ist, mache ich die ein bisschen weiter auseinander, dass in der Mitte eins frei ist, dass die trotzdem noch rankommen können. Einen Topf. Und mit dem Topf kann man machen Zeppole, Brot, Teigspeise, Traubensaft, Essig. Aus Traubensaft kann man Essig machen? Das ist denn geil. Und Essig braucht man für Kokumba, Zucker, Essig, süß-saure Essiggurke. Süß-saure Soße. Radieschensalat. Wow. Also ich will euch ja nicht jetzt langweilen. Ich werde das mal in aller Ruhe anschauen hier. Botte. Okay, dann gehen wir direkt mal in die Farmwelt. Da zeige ich euch auch meinen Ding kurz. Ich muss unbedingt ein Ding mitnehmen. Ein Rucks-Ding. Ah, Crash. Ja. Was haben wir für Zeit? 17 Minuten 30. Ja, Minecraft ist gerade Server ist closed. Kurzen Augenblick, dann geht's wieder. Geht er wieder? Ja, dann gibt es halt leider nur eine 20 Minuten Folge. Ja, 18 Minuten Folge. Aber das werden wir dann, also wir werden in der nächsten Folge dann, was haben wir gesagt? Ja, wir brauchen ja die Beeren. Also deshalb müssen wir irgendwo in ein kaltes Gebiet gehen und dort die Pflanzen von Housecraft farmen und eventuell ein neues Biom, etwas Tolles finden. Vielleicht diese Hütten aus Druidry. Glaube ich, heißt, ist es. Aber Rustik, glaube ich, oder? Weiß es nicht genau. Aber auf jeden Fall die noch ein bisschen farmen. In Dungeons reingehen. Ich hätte jetzt irgendwie Lust und wahrscheinlich auch eine Chance so langsam. Und dann noch, Ding. Ja, verzaubern. Ja. Okay. Dann bis zur nächsten Folge. Der Server startet nicht mehr so schnell automatisch. Wahrscheinlich gar nicht mehr. Ja, gut. Also, tschüss.